In Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Kammern und der Technischen Universität Graz wurde am Gemeindeamt das Projekt Ein Motel für Kammern präsentiert. Eine Fachjury bewertete 12 eingereichte Projekte, die von den Studentinnen und Studenten ausgearbeitet wurden. Initiative des Projekts war, dass der Bürgermeister Karl Dobnik und ich vom Institut für Architekturtechnologie schon länger im Gespräch waren, gemeinsam mit Studierenden der TU Graz ein Projekt auf den Weg zu bringen, mit der Gemeinde Kammern gemeinsam, um zu schauen, wo kann der Mehrwert für die Gemeinde liegen, wo liegt der Mehrwert für die TU, also eine Win-Win-Situation in der Ausbildung der Architekturstudierenden zu schaffen und Innovation in die Gemeinde zu bringen. 30 Studentinnen und Studenten reichten im Zuge ihrer Abschlussarbeit sowohl innovative als auch umsetzbare Ideen für das Projekt ein. Der Fokus liegt vor allem bei einer Nächtigungsmöglichkeit für die rund 20.000 vorbeifahrenden PKWs und LKWs. Ein zukunftsweisendes Projekt, das auch Mehrwert für die Gemeinde sowie für die TU Graz verspricht. Also an der TU, es gibt immer wieder Zusammenarbeit natürlich mit Institutionen, mit Gemeinden, aber ich sage mal, in so enger Kooperation kommt es, glaube ich, recht selten vor. Für wann das Projekt mittels Investoren in die Tat umgesetzt wird, wird sich schon bald zeigen, da die Realisierung bereits für nächstes Jahr geplant ist.